Die Fermentation der Bioreal Biohefe, das weltweit einmalige Herstellungsverfahren. Zu Beginn wird eine Nährlösung aus Biogetreide und frischem Quellwasser im Labor beimpft. Diese Vorkultur wird dann 24 Stunden geschüttelt und nicht gerührt. Dann geht's los mit dem dreistufigen Fermentationsprozess. Die Vorkultur aus dem Labor wird in den ersten Fermenter gegeben. Bei der Produktion der Biohefe müssen im Vergleich zur Produktion von konventioneller Hefe keine Wuchs- und Hilfsstoffe eingesetzt werden. Die Biohefe wächst allein aufgrund der Nährstoffe, die in dem Getreide enthalten sind, auf dem sie fermentiert wird. Während der Fermentation werden im Labor immer wieder Proben genommen, um die höchste Produktqualität fortlaufend sicherzustellen. Mit Hilfe von speziellen Lichtstrahlen wird die Hefekonzentration gemessen. Dann geht es weiter in den dritten und letzten Fermenter, der 50.000 Liter fasst und neue Nahrung für die Biohefe bereithält. Nach weiteren 20 Stunden Fermentation entsteht Biohefemilch. Im Gegensatz zur konventionellen Hefe kommen im gesamten Produktionsprozess keine chemischen Zusätze zum Einsatz, weshalb die Biohefe nach der abgeschlossenen Fermentation nicht gewaschen werden muss, um unangenehme Geschmacks- und Geruchsstoffe zu entfernen. Der Hefe wird ein Teil des Wassers entzogen. Dadurch wird die Hefemilch dicker und wird deshalb auch Hefecreme genannt. Getrocknet werden, um Bäckern eine langhaltbare Alternative zur Frischhefe zu bieten. Außerdem ist die Weiterverarbeitung zu Biohefeflocken möglich, ein ideales Produkt für Veganer und Vegetarier. So funktioniert es also, das weltweit einmalige Herstellungsverfahren der Bioreal Biohefe.